Das hier aber, das haben wir schon. Okay. Also nein. Oh, zurück ins Bargate-Gefängnis. Sorry, ich hab das gerade im Ohr. Tut mir leid. Naja, schon auf. Hey, Wächter, 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 Wächter. Wo bist du, bist du, bist du, bist du? Da ist der Wächter, Wächter, Wächter. Na, wie gefällt dir das? Ein Mana-Trank. Noch jemand hier? Kommt mal hier auch raus? Nee. So, nu aber. Vorher schauen wir uns hier aber nochmal um. Aber unsere Mitkameraden waren ja schnell jetzt alle tot. Macht hier nichts. Brauchen wir nicht solche Leute. So. Öffne das Gitter damit. Ja, ja, klar. Auf geht's, auf geht's. Ja, ja, hier, ich will mich vorher mal in deiner Zelle umschauen. Na, gibt nichts. Nu aber. Fällt da gerade was ein? Hat mir Zeilen gemacht? Ne, wir hatten den mehrfach feil gemacht, genau. Geronimo. Top. Top. Es ist nicht mehr weit, aber wir müssen uns sputen. Ja, ja. Einen Schritt weit. Meine Mama hitzt mich immer so, das ist schlimm. So, hier, der noch. Und, na, weich mir nicht aus. Arschkopf. So, sehr schön, das haben wir alles. Meine Mutter hatte... Tja, deine Mutter hat sonst was gesagt, ich befreie meine Mutter. Ich mach wenigstens was für meine Mutter, im Gegensatz zu diversen Wächtern, die ich jetzt nicht namentlich nennen will. Wo lang? Da lang, okay. Und... Ich bewege mich nicht, ich bewege mich nicht. Halt die Klappe. Und nochmal. Sehr schön. Aber mit Schwert geht's doch schneller. Obwohl... Es ist nicht mehr weit, aber wir müssen uns sputen. Ja, ja, Geduld, Frau, Geduld. Schade, hätte ja klappen können. So, von wegen ihnen Kopf abschießen und so. Tom, 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 tom. Ich sehe, du bist gut ausgebildet. Och, halt die Klappe. Ist ja genauso nervig wie der Gildenmeister. So. Der Klingenpfad. Ne, Klippenpfad. Wisst schon, was ich meine. Ach, utote Tölpel. Komm, geh mal hier lang. Hier ist, glaube ich, kürzer. So, direkter Weg und so weiter. Komm, Mami, 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 Mami. Komm, Mami, 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 Mami. So. Jetzt sind wir schon mal weiter als vorher. So. Ach. Sag an, ich kenne den Weg. So, erstmal hier Bogen, weil da kommen noch mehr von den Scheißpflanzen. Der Untote. Nein, wartet! Der Untote? Was? So, weiter geht es. Hier rein, genau. Den Wächter töten. Erledigt. Und hier lang. Die beiden Wächter töten. So, geht doch. Und weiter geht es. So, Mana wieder aufgefüllt und hier lang. Und jetzt weiß ich, dass hier ein mega hässlicher Bossgegner kommt. Deswegen, Mama, warte hier. Warum kann ich denn jetzt sagen, warte hier? Kann ich jetzt sagen, warte hier? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. hässlich, hässlich, hässlich. Nihi, nihi, nihi. Und... Feuer!
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Weißt du, das ist nicht der erste Gegner, den ich habe. So, und nächste. Sag an. Hallo, halt die Schnauze. Und dann. Achso. Ich drücke hier die ganze Zeit eh und wundere mich, warum nichts passiert. Hey, du hast meine Mama gehauen. Sehr schön. Okay. Noch. Wo ist der letzte? Greif an. Ist der in meiner Reichweite? Bitte lassen in meiner Reichweite sein. Ja, das sieht gut aus. Wie? Ich glaube, du solltest besser weggehen, während ich hier gegen den kämpfe. Ja, ja, ich weiß, alter Mann. Und weiter. Die Frau nervt. Ganz ehrlich, bei aller Mutterliebe. Die Frau nervt. Und nächste. Jetzt mal sich Mami ja ganz gut hält. Oh, jetzt wieder. Gut, vielleicht hätte ich das Ding nicht gerade jetzt machen sollen, aber hey, macht dir nichts. So. Na komm, komm in meine Reichweite. Komm in meine Reichweite, du dummer Arm. Komm in meine Reichweite, du dummer Arm. Machen wir es halt mal mit dem Bogen. So, hier. Geht das schneller eigentlich, oder was meint ihr? So. Den haben wir fast erledigt und den hier nur noch. Also. Lass uns was machen mit dem Bogen. Ah, leck. Na also, ich glaube, wir haben ihn. Sehr schön. Sehr schön. Und das braucht wahrscheinlich eh keine Erfahrung. Was war das überhaupt für ein Viech? So, geht's jetzt auf? Scheint so. Also, oh, gibt doch Erfahrung. Ah, leck. Muss ich hier auch noch außen rumrennen, um die Erfahrung einzusammeln? Ernsthaft? Eieieiei. Töp und töp und töp, töp. Sehr schön. Und Mami hängt hinterher. So, egal, weiter geht das. Wir ziehen schon mal wieder unser Schwert, weil mit dem Schwert sind wir besser. So, und jetzt? Neue Videosequenz! Rachedurst brannte heiß wie Sonne im Helden. Und ja, sein Schicksal das tut war vorgezeichnet. Messerjack töten. Jack hatte einen Schatten auf sein ganzes Leben geworfen. Ja. Er war der Verantwortliche für die Erblindung seiner Schwester und die Gefangenschaft seiner Mutter. Und den Tod meines Vaters nicht zu vergessen. Und bald würde seine Macht absolut sein. Und den Tod meines Vaters. Mein Vater, tot, bla. Hallo? Papa ist nicht wichtig, nein. Hauptsache die Frauen sind wichtig. Die eine ist halt blind und die andere wurde gefangen. Aber dass der Papa tot ist, das ist erstmal egal. Mann. Egal, weiter geht es. Yay, Freiheit, Feuerwerk. Tja, du hast dich nach alledem doch recht gut entwickelt. Siehst du? Das war vorhin nicht schlecht. Danke. Aber Leck. Es gibt noch so viel zu tun. Ach. Jack kommt dem Schwert immer näher. Ich ja, kann ja. es spüren. Wir halten er den auf. Er braucht einen Schlüssel, um das Schwert aus seinem Versteck zu holen. Und jetzt weiß er, wo er ist. Okay. Der Schlüssel ist an der Huckküste, in den Ruinen einer alten Abtei. Du musst ihn vor ihm finden. Ja, mache ich. Wir haben einen Vorteil. Okay. Er weiß nicht, dass sich der Schlüssel nur einem Mitglied unserer Familie zeigen wird.
Aha. Deshalb müssen wir ja auch deine Schwester finden. So, solange sie da draußen ist, könnte sich Jack ihrer bedienen. Das wollen wir natürlich nicht. Du solltest nach Darkwood gehen und das Portal untersuchen. Es muss eine Möglichkeit geben, es zu aktivieren. Ja, das schaffen wir schon. Es ist der einzige Weg zur Hookküste. Aber jetzt habe ich ein Geschenk für dich. Was? Es fließt Kraft in deinen Adern, die noch nicht angezapft wurde. Erfahrung? Ja, Erfahrung. Aber warum haben alle meine Familie so tolle jemanden Stärkenkräfte, nur ich nicht? Wenn mich auch selber stärken können und so. Fühlt sich gut an, stimmt's? Von jetzt an werde ich mit dir durch dein Gildensiegel sprechen können. Noch eine Stimme in meinen Kopf. Geh jetzt. Ich werde versuchen, Theresa zu finden. Gut. Und warum leckt das so in diesem Video? Egal. Wir haben es geschafft. Und wir haben einen Krakenzahn. Und wir haben 65 Gold. Aber immerhin, 52.000 Erfahrung. Spiel wird gespeichert, Auto speichern. Und ich würde auch sagen, damit, das wollte ich eigentlich nicht, wollte, da die Framezahl sowieso gerade einbricht. Euer Gildensiegel wurde reaktiviert. Yay. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Lass mich in Ruhe. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, da, ihr seht das ja jetzt. Halt die Schnauze! Da gerade die Framerate sowieso einstürzt und ich glaube, ich genug aufgenommen haben, beende ich jetzt einfach mal hier die Aufnahme und sage, dass ihr hoffentlich Spaß hattet. Schreibt's in die Kommentare, wie immer. Man sieht sich das nächste Mal. Horido.